Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir sind jetzt schon fleißig dabei, die Dinge aus der Version 0.8 auszutesten, bevor der Patch überhaupt rauskommt. Und ja, unsere Steffi ist gerade auf Schatzsuche und ja, ein paar kleine Extras zeigen wir mal, was ich noch so entdeckt habe. Und natürlich das Geldsystem. Das ist nämlich heute und der jetzigen Folge das Thema. So, haben wir sie nah genug gesehen. Als allererstes wollte ich euch zeigen, dass es ja hier so einen komischen, wie heißt er, Depleted Uranium Container gibt. Und es gibt diese Depleted Uranium Platten. Diese Platten benötigen wir, das hat jetzt nicht mit Geld zu tun, für zum Beispiel Waffen oder besser gesagt Munitionsherstellung. Uranangereicherte Munition, ihr könnt es ja lesen, bla bla bla, ist natürlich viel stärker und härter und dafür braucht ihr das. Das heißt also, wenn ihr diese richtig krasse Advanced Munition herstellen wollt, braucht ihr diese Uranplatten. Die sind natürlich verstrahlt, wenn ihr die transportiert. Ich habe jetzt keine Strahlung abbekommen tatsächlich in den Livestream, gestern haben wir das ja gesehen, da war Strahlung volle Möhre, aber hier passiert mir aktuell gar nichts mit der Strahlung, das ist gut. Der Behälter ist aber dafür da, um die zu transportieren. Wie viele da reinpassen, frag mich nicht. Und hat eventuell damit dann auch eine Funktion. Ich weiß noch nicht ganz genau, also er hat auch Inventar, ihr seht's. Was dann genau damit gemacht wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schützt der Behälter vor der Strahlung der Platten, wo ich aber bis jetzt noch nicht wirklich was gemerkt habe. Ansonsten hat die Steffi gerade einen Schatz gefunden, ganz rein zufällig, irgendwo hier. Und buddelt den mal aus. Und ja, dann kommen wir zu dem einen wichtigen Thema, Geld. Also wir haben einen richtigen Schatz gefunden, einen ganz coolen. Buddeln den mal fleißig aus. Oh, ich krieg keinen Krampf in der Wade. Und die schüppelt aber langsam. Im Uranwelt habe ich jetzt nochmal extra gemacht. Oh, sie macht eine Pause. Oh ja, yeah, immer dieser Maloche. Der 23-Spieler Tim will mich nur arbeiten sehen. So, da ist unsere gute Kiste. Müssen wir jetzt schnell was gucken. Unsere Kiste, ich habe noch schnell was geguckt, die Schippe, die brauchen wir dann eigentlich nicht mehr. Kiste ist ja ausgebuddelt, tschüss Schippe. Oh, hallo Airdrop. Und, ja, was haben wir denn da drin? Na, Überraschung, ein ordentliches Vermögen, was wir jetzt natürlich, ja, mitnehmen. Und damit können wir natürlich Dinge kaufen, wie Autoteile etc. Das habt ihr ja gerade, oder in der letzten Folge, was Autobau betrifft, was nicht ganz so funktioniert hat, tatsächlich gesehen. Jetzt haben wir das Geld, aber ja, was mache ich mit dem Geld? Das ist die Frage. Lustigerweise habe ich direkt hier ein ATM. An diesen ATM, den können wir jetzt ja auch benutzen, können wir Karten auswählen. Ich habe aber gar keine Karte und muss mir erstmal eine bestellen. Und einen PIN. 1, 2. Oh. 1 ist mein PIN. Ich hab eine Zahl als PIN. Ohne Witz. 5. Okay. Da bin ich schon mal gespannt, was jetzt passiert. Starter, dann haben wir die Classic. You are sure you want to renew a Classic Card? Nein, nein. Okay. Und haben jetzt natürlich Geld. Goldkarte 5000. Das ist alles sehr, sehr komplex, ne? Wie man das sieht mit dem Geld. Und ja, haben jetzt erstmal die Möglichkeit, die Karte zu benutzen. Wir haben gekauft. Ich gehe mal kurz aus dem Automaten raus. Keine Karte. Doch, da ist er. Die Classic Bankcard. Das ist nicht die blaue, die man zum Start bekommt. Ne? Die Starter ist eine andere. Da passen weniger Scummies drauf. Und tatsächlich haben wir hier den PIN 5 gewählt. Okay. Die Möglichkeit, jetzt hier Geld einzuzahlen. Ich glaube, maximal 1000. Also Limits sind 2800. Also es ist hier sehr komplex. Ne? Geld zahlst du halt beim Händler ganz ein. Oder hier, weiß ich gar nicht, ob man hier bei Gold zum Beispiel. Boah. Ja, Geld in dem Sinne so viel einzahlen kann. Ich zahle mal 2000. Ich weiß nicht, ob das einzahlen ist. Okay, das war genau umgekehrt.
Daily Deposit Limit reached. Okay, 1000. Dann machen wir mal 1000. Weil die Karte halt ein Limit von 1000 hat. Okay. Transaktion erfolgreich. Das heißt, dass auf unserem Bankaccount jetzt 950 Scummies sind. Das ist schön. Yes. Und das könnten wir das wiederholen. Mal gucken. Nein. Das Limit reached. Also seht ihr schon mal, dass das schwierig ist, Geld einzuzahlen. Also einfach so, wenn du jetzt natürlich keine 150.000 Scummies in der Tasche hast, wie wir jetzt gerade, kannst du hier mit der Classic Card halt einfach mal 1000 oder ja, es geht ein bisschen was von ab, 950 einzahlen. Aber das ist deine Balance auf dein Konto und das siehst du jetzt oben rechts unter unsere Ruhmpunkte. Und wenn wir jetzt sterben, sind diese 950 Scummies da, die bleiben. Die hier sind natürlich weg, weil sie an unserem Körper liegen. Gut, jetzt schaue ich nochmal weiter kurz. My Cards, Gold und Dings. Ja, ist ein bisschen schwieriger. Da müssen wir eine kleine Reise machen. Und zwar zum Banker. Da renne ich mal ganz schnell los. Bam! Da sind wir an der Bank angekommen. Ich hoffe, das hat jetzt mit dem Schnitt ein bisschen funktioniert. Die ist jetzt ja in der neuen Version natürlich offen, wenn sie dann veröffentlicht wird. Und ist nicht mehr ein Platzhalter drin. Hier ist ein echter Bankier drin. Ein netter Kerl. Was ist mit seinem Auge los? Das erinnert mich an Walking Dead, nur mit weißen Haaren. Und hier können wir dann erstmal pausieren und warten, bis er Zeit für uns hat. Nein, natürlich hat er Zeit für uns. So, gut. Hier gibt es keine Grenzen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können nämlich hier mit der 5 Geld einzahlen oder Geldkarten kaufen. Buy Gold, Sell Gold, dafür brauchen wir wahrscheinlich mehr. Meine Accountinformation ist meine Kontonummer. Mein Accountname ist Steffi. Wir haben die Classic Card. Free Renewals ein. Okay, ich weiß natürlich gar nicht, was das heißt. Wir können Geld transferen zu anderen Spielern. Die können, das kostet immer 2%, wie man sieht. Enter Account Number. Transfer money to another account. Enter the amount, was wir halt geben wollen. Dann können wir Geld einzahlen und ich habe keine Ahnung, ob es hier ein Limit gibt. Ich habe 100.000, sage ich einfach mal. Ist natürlich völlig übertrieben. Und habe die jetzt auf meinem Konto eingezahlt. Das hat ordentlich gekostet, wie ihr seht. Yes. Und sage ich mal Return. React Card. Und ja, sind wieder draußen. Jetzt haben wir auf unserem Kontostand fast 100.000 eingezahlt. Und mit der Karte können wir, ja, begrenzt, es ist halt die Bankcard Classic, damit zahlen. Ne? Das ist halt schwierig, wenn man nur, keine Ahnung, 1000 Scummies auf der Karte hat. Ne, was haben wir jetzt auf der? 5 war der PIN. Submit. Gut. Und, ja, was haben wir denn auf der? Und Info sagt mir nicht, wie viel Geld ich habe. Er sagt mir nur, dass ich insgesamt das habe. Transfer, Deposit, White Raw, Inventory Balance. Das haben wir im Inventar. Aber was mache ich denn damit, wenn ich jetzt, sage ich mal, 1000 damit? Da zahle ich nochmal 1000 ein, ne? So einfach ist das. Hat man hier kein Limit, glaube ich, oder? Ach, wir machen nicht Transfer, wir holen ab. Wir machen ja White Raw, Deposit ist ja einzahlen. Also haben wir das Inventar. Oh Gott, das ist aber kompliziert. Mit den Scummies voll. Ne? Du kannst natürlich nicht auf der Geldkarte schieben. Aber wir holen das Geld halt wie in Wheel mit der Karte ab. Und es ist nicht auf der Karte drauf. Ne? Aber sie haben halt ein Limit. So, was gibt es an anderen Karten? My Cards. Hier können wir uns ja locker was leisten. Und zwar, ja, die Goldkarte. Die hat sogar richtig krassen Pin. Machen wir mal 5. Die ist jetzt mein stolzer Besitz. Und ist, glaube ich, die krasseste Karte. Die hat einen täglichen, ja, Limit von 5000. Hat 2 Pins um free, also 5 free, ich weiß jetzt wahrscheinlich Ein- und Auszahlungen, die umsonst sind oder sowas. Die haben wir hier mit der schon überschritten. Gut, die ist jetzt auch in unseren Besitz übergegangen. Also My Cards, da seht ihr sie einmal. Die Starter, die Gold und die Klassik. Die Gold ist natürlich hier die geilste. Oh nein, Polizei kommt.
So, die gucken wir uns natürlich auch mal an. Da ist er. Goldcard. Können wir auf den Boden legen, dann freut sich der Finder. So sieht's aus. Können Sie es von der Nähe mal angucken vielleicht? Einfach mal, weil Sie es können. Und haben hier jetzt die Goldcard. Also die kauft man damit, ja, und dann kann man damit, wie gesagt, zum Geldautomaten gehen. Wir können My Card. Zack, bumm. PIN war 55. Okay, und dann können wir zum Beispiel das Allerwichtigste machen, Gold kaufen. Enter. Ein Gold kostet 1000. Ich nehme mal, wir haben ja 96.000. Wow. 50 Gold kosten 50.000. Yes. Was haben wir damit da getan? Oh Gott. Another? Yes. Nein, wir wollen kein weiteres Gold kaufen. Ich würde gerne Geld auf der Karte transferieren. Inventory Balance ist 4800 jetzt. Und wenn ich jetzt 4800 und ein eingebe, sage ich okay. Yes. Und jetzt habe ich auf mein Konto das Geld wieder eingezahlt. Und kann mit der Goldkarte überall das Geld dann auch abholen. Ne? Also so ist es einfach. Also ich habe jetzt selber kein Geld mehr in der Tasche. Dafür habe ich meine Basic Card. Ach, weg mit der Scheiß. Und die hier. Es sind keine Kreditkarten, wo Geld drauf ist. Das tue ich mich die ganze Zeit mit schwer. Und denke immer, das sind Kreditkarten, mit denen man bezahlen kann. Aber wir haben halt eine ganz normale Bankkarte. So wie wenn du nach einem Supermarkt gehst und damit bezahlst. Also wir haben kein Geld mehr in der Tasche. Null. Können aber, ich gehe mal zum Händler, mal gucken, ob wir damit dann einkaufen können, denn unsere Ballons, 50 Gold, die zeige ich euch gleich mal, wofür die gut sind. Wir brauchen jetzt aber auch einen Händler, da. Aber gut, der Fischer ist jetzt der beste Händler, den es gibt. Zum Beispiel ein Boot kaufen. Ich weiß nicht, warum überall kaufen nicht geht, das ist total doof. Ne? Und da seht ihr, dass wir dann hier halt unterscheiden können, wir bezahlen entweder mit Bargeld oder wir bezahlen mit Bank. Aber man darf, okay, ein Surfbrett kaufen. Wir bezahlen das mal mit der Bank. Warenkorb. Und irgendwo habe ich jetzt ein Surfbrett gekauft. Mit der Bankkarte. Ich hatte ja kein Geld in der Tasche. Null. Ich kaufe Käse. Mit der Bankkarte. Ich habe 5000, also 51.000 Ballons auf dem Konto. Hab den Käse jetzt auch hier. 5000, ich muss mal etwas Teures kaufen. 1000. Wir kaufen zwei Paddel. Ich habe keine Paddel gekauft. Schade. Doch, man kann Boote kaufen. Doch, geht. Bankkorb kaufen. Und jetzt habe ich Mist, den Händler weggemacht. Immer noch das Geld. Das habe ich alles auf der Karte gehabt, oder was? Jetzt, seht ihr, wie das schnall ich es nicht. Ich habe halt da Geld auf der Karte gezahlt, scheinbar. Und weiß gar nicht, wie viel ich da drauf habe. Wo sind denn die Boote? Gibt einfach gar nichts dafür. Voll gemein. Nur den Käse haben wir gekauft. Aber das Ganze ist, wie gesagt, auch ein bisschen tricky, ne? Also, ich habe dasselbe Geld noch auf meinem Kontostand. Und gehe nochmal zu dem Bankier. Hallo. Guck meine Karten an, meine Goldkarte. Nein, 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 nein. Meine Goldkarte. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Gold, da. Und 5. So. Accountinformation. Gold. Gold Amount 50. Ist die Frage, ich habe ja gar kein Geld ausgegeben gerade damit, ne? Buy Gold, Sell Gold, Transfer, Deposit. Wie gesagt, wir kaufen ja ein. Ich habe kein Geld in der Tasche, aber ich krieg was und irgendwie kostet das alles nichts. Und schauen wir noch mal beim anderen Händler rein. Was denn zum Beispiel Hello, hier? what is your emergency? So die neuen Possatium-Tabletten. Hoffen Sie mal 5. Warenkorb. Hier mit Bargeld.
Bezahle ich jetzt? Habt ihr auch bekommen. Aber wir verlieren Geld. Okay. Also was heißt, wir verlieren Geld? Wir bezahlen ja was. Mein Kontostand ist geringer geworden. Aber ich habe jetzt bar bezahlt, obwohl ich gar kein bar habe. Wenn ich jetzt aber mit Bankaccount bezahle und mir nochmal 5 hole, kann ich nur ein. Kostet mir das gar nichts. Ist das noch ein Fehler? So, haben wir die Pelicans mal gemampft. So, Strahlungsschutz. Ein bisschen, glaube ich, ist das. Okay, aber irgendwie schnalle ich die Bankkarte nicht gerade, würde ich sagen. Wir haben die eigentlich nicht als. Ja, wir bezahlen ja damit. Ob wir jetzt mit Karte bezahlen oder bar. Was ist denn so richtig teuer? Turnkey. Maximal 2. Bank. Ich habe 2 Turnkeys gekauft. Und ich habe Geld verloren. Ich kaufe. Zwanzig Hosen. 41.000 ist mein Bankaccount. Bezahlen wir dann mit der Bank. Und verlieren Geld. Also die Karte. Müssen wir irgendwo ein Limit haben, oder? Wir versuchen mal das Limit auszureizen. Das ist ja die Goldkarte, die wir haben. Mal kaufen und übertreiben mal richtig jetzt hier. Hier habe ich die Maximaldosis erreicht. Mehr darf ich nicht kaufen. 9. Dreizehn. Tönnig ist schön teuer. 6. Warenkorb. 18.000 kostet der ganze Spaß. Kaufen. Was sagt er? Total amount to get FP to make a purchase a higher than your current FP. Also, ich bin über mein Limit. Ein Apple darf ich aber kaufen, oder? Der sagt, ich darf nichts mehr kaufen. Ich darf einfach nichts mehr kaufen. Total amount of required. Das heißt also, dass mein Limit erreicht ist. Verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube, da werden einige ganz schön dran rumknacken. Gucken wir jetzt nochmal beim Typen hier unsere Goldkarte an. 5-5. Und nochmal Account-Infos. Wir haben immer noch Free Renewals. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Ich sag mal, 40.000 haben wir auf der Bank. Und ich sag jetzt mal 20.000 haben wir jetzt in der Tasche abgeholt. Da gibt es dann kein Limit mehr. Du musst halt immer nicht Bargeld mitnehmen, aber du hast halt Limits, ne? Ich habe keine Emergency. Kannst du mal hier die. Oh, 50.000, so viel habe ich gar nicht. Also, wir haben Bargeld 20.000. Jetzt können wir aber gleich mal gucken, dann wird es da abgezogen. Jetzt machen wir mal einen Kauf. Ich sage mal, wir kaufen die Pille mit dem Bargeld. Habe ich nicht bekommen. Wir verkaufen mir gar nichts mehr, aber selbst mit Bargeld nicht. Das ist ein bisschen witzig. Kauf insgesamt 1.000. Das 1000 ist, also ich darf maximal, wie darf ich maximal 1000 ausgeben? Wartet mal. Kaufen ist insgesamt 1000. Achso, das war das, was das kostet. Der verkauft mir nichts mehr. Next purchase is higher than your current FP. Okay, darum verstehe ich es nicht. Ich weiß es nicht. Also wir kommen irgendwo an Geldlimits und das ist das Schwierige. Man kann aber unendlich viel abholen, also das, was man eingezahlt hat. Oh, was für ein schönes Wetter. Zahlen mal wieder 20.000 ein. 5-5, bumm. Deposit, 20.000, habe ich in der Tasche. Sagen ja, er sagt okay. Ich habe wieder kein Geld in der Tasche, aber dafür auf der Bank und die Goldkarte liegt auf dem Boden. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich nicht einkaufen konnte.
Ah, das war gar nicht die Goldkarte, das war die, ja. Man sollte die Karten, glaube ich, auch nicht wegwerfen, ne? Aber der hier verkauft mir nichts mehr. Mal gucken, was der andere Händler sagt. Ob ich an mein täglichen Geldlimit komme. Was unfair wäre, wenn man Bargeld dabei hat, ne? Dann macht das ja nicht wirklich viel Sinn. Also ich habe jetzt auf dem Konto Geld, aber nicht mehr in der Tasche. Sage ihm, ich möchte gerne ein Motorrad kaufen. Und das wäre eine schöne Crossmaschine. Bezahle die natürlich mit Bargeld. Ich sage einfach mal Bargeld, obwohl wir nichts haben. Ach, darf ich nicht. Warum darf man denn nicht kaufen? Ein blödes Fahrrad darf ich kaufen. Ich sag mal Bargeld. Und verliere Geld. Aber auch kein Fahrrad. Kein Fahrrad bekommen. Gib mir mein Fahrrad. Okay, ich dachte, die Händler gehen noch ganz schön gar nicht hier, ne? Motorräder. Gehen nicht zu kaufen? Warum auch immer? Bank? Geht auch nicht. Zurück. Geht auch nicht. Zurück. Zurück. Scheiße. Zurück, zurück, zurück. Autos gehen kaufen, das weiß ich. Quads kann man kaufen. 18.000 kostet das. Wenn ich es mit dem Bargeld bezahle, was ja gar nicht geht, weil ich gar keins habe. Kaufe ich auch keins. Ausgang. Kauf auch wirklich keins. Quad. 1. Bank. Warenkorb. Kaufen. Also irgendwas stimmt was mit den ganzen Händlern momentan nicht. Repair Set. Warenkorb. Kaufen. Kann ich. Da sind sie. Der Geld ausgegeben. Sehr schön. Hallo Händler. Wenn ich das jetzt nochmal mache, jetzt darf ich aber wahrscheinlich... Oh Mann, nur drei. Das wäre für mich ja fatal. Dafür darf ich keins mehr kaufen. Wir sind wahrscheinlich schon wieder an unser Limit. Ein Kanister. Ja, verstehe ich nicht. Ich habe jetzt Bargeld ausgewählt. Ich habe aber kein Bargeld. Das scheint alles doch gar nicht so zu funktionieren, wie ich mir das wünsche. Okay, du hast ein bisschen Benzin verschüttet, Kollege. Okay, wir haben 31.000 auf dem Konto. Ich will jetzt ein Fahrrad haben. Ich will jetzt einen Traktor kaufen. Gib mir den Traktor. Ich bezahle den mit meiner Karte. So. Geld gebe ich nicht aus. Sie gibt es einfach nicht aus. Wir können uns einfach keinen Traktor kaufen. Ich will aber den Traktor. Ich will den Traktor. Handwerklich, sowas geht gut. Oder das zu kaufen bis 17 Stück, krass. Bank, Bargeld, jetzt habe ich 31.600. Aber nichts, ich habe immer noch dieselbe Summe, okay. Bank. Okay, wir sind wieder an unser Limit erreicht. Haben unser Limit erreicht, obwohl wir tatsächlich gar nichts gekauft haben. Oder ich übersehe das einfach nur. Keine Ahnung. Das Fahrrad jetzt woanders steht. Keine Ahnung. Und gekauft haben wir auf jeden Fall Material. Aber ihr seht hier, das dauert noch ein bisschen. Aber wir wissen, wie es funktioniert. Das ist das Interessante. So, gut. Dann machen wir mal eine kurze Reise. Und sind in der großen Stadt angekommen. Ich habe mich entschlossen, in der Tankstelle zu wohnen. Ist ein schönes Zuhause. Oh, leider kein Geld. Und ja, fühle mich hier pudelwohl. Die Zapfsäulen sind nicht immer randvoll, was ich interessant finde. Ich glaube, die waren immer randvoll sonst, wenn keiner getankt hat. Da ich auf Singleplayer bin, kann ja keiner getankt haben. So, jetzt
wollen wir natürlich rumlatschen und machen und tun. Wir haben ja einen Kontostand, wir haben Gold und wir haben ein Zuhause. Und ja, irgendwann kommt ein böser, böser Zombie oder nicht. Oder wir machen einfach so, was ich nicht so gerne mache. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zufällig zu spawnen. Für 250 Scummies im Sektor zu spawnen. Für 1000 oder ein Gold. Wir haben 50 gekauft. Dann können wir direkt am Unterstand wieder einsteigen. Und dafür ist das Gold dann hier momentan wichtig. So, wo ist die Arme? Weil sie wäre nicht gekommen, ne? Oh Mann, da liegen noch Kopfteile. Das ist ja furchtbar. Okay, das zu dem Geldsystem. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was verstanden. Ich selber teste das ja auch noch aus. Ist alles ein bisschen verwirrend, muss ich zugeben. Und so richtig geschnallt habe ich es damit auch nicht. Also wir haben Geld, wir haben Limits, was wir kaufen dürfen. Und da wird wahrscheinlich noch ganz, ganz viel rumgeschraubt. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Warum habe ich dieses doofe Shirt an? Will ich nicht. Habt ihr es gesehen? Das muss ich nochmal machen. Nur mal so als Effekt. Bum, 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 bum. Gut. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr wisst jetzt, wie Gold, wofür Gold ist und wofür Geld ist. Aber irgendwie konnte ich nichts mehr kaufen. Keine Ahnung. Ich muss mir das mal auf Deutsch übersetzen. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen was gesehen schon mal davon. Es wird auf jeden Fall ein bisschen komplex und Permadeath ist schon eine schwierige Sache. Ne? Ihr habt ja gesehen, wie teuer das ist, wenn man stirbt.